Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ist mal wieder ein Modevideo dran. Ich habe ja in letzter Zeit einige Online-Shops mal getestet und manche waren wirklich gut, manche waren da richtig, richtig scheiße einfach nur. Und ich weiß, in welche das ich gehe. Der war echt kacke. Nawabi, gell? Und na, wie? Nawabi war richtig scheiße, ne? Auf jeden Fall. Oh, hi Schatz. Auf jeden Fall, der coole Typ hier ist heute auch wieder mit am Start. Und ich habe Back to the Roots, meinen absoluten Lieblings-Online-Shop, genommen und da bestellt. Von Hosen über Arbeitsklamotten, also Anzugsachen so, beziehungsweise Business-Kleidung, bis zu Freizeitsachen und einfach schöne Sachen. Einmal querbeet und bin gespannt, ob da was Gutes dabei ist. Wenn was Gutes dabei ist, werde ich es auf jeden Fall behalten. Warum? Weil jedes Teil unter 10 Euro kostet und das sehr, sehr viel mehr bei dem Budget entspricht, wie bei Nawabi, 60 Euro für eine Bluse, die unfassbar hässlich ist. Okay, ich muss aufhören, Nawabi zu dissen, ja? Ja, es lag da. Ja. Nawabi hat auch Gefühle. Ja, ich habe ein bisschen Mitleid, aber die sind echt scheiße, deswegen kann ich. Ja. Auf jeden Fall habe ich einige Sachen, bin gespannt, ob was Gutes dabei ist. Vergesst nicht natürlich mitzubewerten und euren Favoriten zu küren. Und ich würde sagen, wir fangen an. Fangen wir an. Das hier ist das erste Teil hier. Das ist so ziemlich verknittert hier oben leider, aber das liegt halt einfach an Transport, weil ich habe die Sachen vorher nicht ausgepackt, damit ich die Verpackungen nicht komisch verwirr. Mir fällt das Wort nicht ein. Ja. Du weißt, was ich meine. Jeder weiß, was du meinst. Ihr wisst, was ich meine. Dass ich die nicht vertausche oder so. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich sie da drin gelassen. Das sieht jetzt wirklich ziemlich verknittert und komisch aus. Das müsst ihr euch einfach vorstellen, dass das wunderschön glatt und gebügelt aussieht. Ja. Ein erstes Teil 1. Ich drehe mich mal. Genau, von allen Seiten. Genau. Also, ich muss sagen, sowohl die Farbe als auch wie das sitzt bei dir, finde ich eigentlich ziemlich gut. Natürlich ist es schwierig, das mit diesem, weil die Knitter sind da und ich glaube auch, oder ich habe die Befürchtung, dass die auch gar nicht so leicht im Alltag wegzubekommen sind. Und ich glaube auch, wenn du die Arme ein bisschen hebst, dass es ein bisschen Probleme gibt. Geht eigentlich. Bleibt eigentlich da, wo es sein soll. Besser als gedacht, wird gesagt. Und wäre es einfach so, pff, und dann bleibt einfach da. Okay. Der Schlag. Da war wieder eine Wende. Der Shop, dessen Namen nicht genannt werden darf. Der war schon scheiße. Ich muss aufhören. Okay. Ich finde es eigentlich auch echt hübsch. Es passt mir von der Länge hierher ganz gut. Ist lang genug, aber nicht zu lang. Und hier finde ich es eigentlich echt eine hübsche Sache. Es ist bequem. Es ist so richtig schön sommerlich. Und es ist ohne Ärmel vom Luftigen her. Hat aber hier trotzdem diese Ärmel, dass es nicht komisch aussieht oder so. So diese Hängärmel. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz nett. Und jetzt, damit ich meine Machtbewertung ausdrücke. Deine Macht, oh mein Gott. Manchmal kriegt ihr auch ein bisschen Macht ab. Okay, wie ist deine Machtbewertung? Meine Machtbewertung sagt, wie so häufig, glaube ich, eine 7. Weil ich es wirklich hübsch finde, aber ich meine Zweifel an der Alltagstauglichkeit habe, damit es wirklich knirrfrei sitzt. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier haben wir ein, wie ich sagen muss, wirklich schönes blaues Oberteil. Die genaue Farbbezeichnung kann sie hier, die Expertin. Ich würde sagen, so zwischen Royalblau und Navy. Genau. Nicht ganz Navy, nicht ganz Royalblau, ein hübsches Blau. So. Sag ich doch, Blau. ich finde es echt hübsch, diese Verzierung im Frontbereich da. Sag ich mal, mit den, auch mit den kleinen süßen Bändchen. Da kann man immer schön rumspielen, ist auch immer ein Vorteil. Und es sitzt einfach gut, sowohl am Arm als auch am Körper an sich, Torso-Bereich und alles, was dazu gehört. Bei mir geht es mit der Pacht der Power-Bewertung. Mit der Pacht der Power. Ich würde sogar eine 7 nehmen, weil es insgesamt nicht ganz so hübsch ist wie das rote, aber absolut alltagstauglich ist. Das kann ich anziehen, sieht gut aus, passt. Und das ist eigentlich mindestens ein, zwei Punkte wert. 7. Oha. Ich finde es auf jeden Fall echt cool. Ich finde es genauso hübsch wie das rote, aber sogar ein bisschen tauglicher für den Alltag, weil die Ärmel und so einfach mehr windresistent sind, sage ich mal. Aber ich finde es auf jeden Fall echt cool. Bewertung gebe ich ja heute keine ab. Heute liegt ja die Macht bei ihm. Denkt er zumindest. Und ihr merkt schon, wie schwer es ihr fällt. Sie wollen schon sagen, oh mein Gott, ich muss eine Bewertung abgeben. Natürlich, hallo. So, jetzt gucke ich mal, was sonst hat. Und jetzt begrüßen wir unseren neuen Fisch. Unser neuen Lachs. Ja, es ist Lachsfarben, hallo. Er hat gesagt, es ist rosa, voll der Nu. Lachs ist keine Farbe, sondern Fisch. Lachs ist ja wohl eine Farbe, ja.
Der die ganzen gut Frauen da draußen, Lachs ist eine Farbe, ihr wisst es. Bestätigt das mal, dass der keine Ahnung hat. Gibt es auch Forelle? Nein. Es gibt Marine, was aber kein Fisch ist, außer was mit Wasser zu tun. Ja. Das gilt auch. Was sagst du zu diesem lachsfarbenen Lachs Oberteil? Also muss ich halt dazu sagen, ich mag den Fisch, er schmeckt gut, aber als Farbe, als Kleidung ist mir das zu much. Zu viel, sozusagen. Und ich bin einfach kein großer Fan von übermäßigem Glitzer. Ich weiß, da stehen viele drauf, ich mag selbst so. Und deswegen ist meine Bewertung, weil es aber trotzdem eigentlich gut sitzt, muss ich sagen, auch mit den Ärmeln und so, gibt es trotzdem noch eine 5. Ich möchte gleich mal anmerken, es ist kein Glitzer. Es glitzert nicht, es schimmert. Okay. Es ist ein großer Unterschied. Es schimmert. Ja, es schimmert. Oh. Okay. Okay, was soll man sagen? Erstmal, man muss es betatschen. Er muss es betatschen. Oh. Und wie fühlt es sich an? Kennt ihr das bei dem Sofa, dass man immer so hin und her streichen kann und dann sieht es anders aus und man kann ein bisschen drin rumwalen? So ähnlich ist das. Hallo. 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 So. Stein. Ich hab dich lieb, Schatz. Okay, wie ist deine Bewertung? Also was, wie viele Punkte ist dir dieses nicht glitzerige, sondern schimmrige Oberteil wert? Hier fällt es mir wirklich schwierig. Einerseits finde ich es ja ganz schick so insgesamt, wo ich sage, hey, damit kann man mal schön essen gehen. Als ob sie was Langärmliches zum Essen gehen anziehen wird. Aber für die Arbeit. Oder für die Arbeit. Leute, gibt mir nicht Essen. Leider. Nur in der Mittagspause. Stimmt. Da kommen wieder meine Kollegen und sagen, ist eine Post dabei. Und ich denke mir so, nein, Spaß. Jetzt sein, weil deine Kollegen sind voll nett. Die sind echt voll nett. Aber ich will essen lieber meinen Toast, wie das, dass die essen, ganz ehrlich. Aber ich bin in gewisser Weise nicht hundertprozentig überzeugt, aber trotzdem finde ich es gut, deswegen eine 6. Okay, besser wie das komische Lachsfarbene. Ja, das war nicht so meins. Ich weiß. Dieses Mal war was ganz anderes, so ein bisschen blusenmäßiges. Es hat hier zwei so Schichten. Einmal hier diese Schicht und dann diese durchsichtige Schicht drüber. Ich muss aber ehrlich sagen, hier gefällt es mir optisch mega gut. Hier an den Ärmeln ist es leider viel zu eng. Ich kann meine Ärmel nicht weiter vormachen, wieso. Und vor allem dieser obere Stoff ist ja nicht dehnbar. Der müsste viel, viel weiter sein. Da wird es viel besser aussehen. Weil hier vorne, klar, kein Thema, aber schaut mal da hinten. Es geht nicht über meine Arschkurve. Deswegen, ja. Ja. Also mal ganz abgesehen davon, dass es nicht passt, finde ich es ganz schön. Müsste halt größer sein, aber ja. Müssten sie hinschreiben, weil im Vergleich zu den anderen Sachen fällt es deutlich kleiner aus wie die anderen Sachen. Zumindest in diesem Aspekt. Also. Ja, hier, da und überall. Ja, zur Bewertung, die machtvolle. Ich habe so zwischen 3 und 4 geschwankt, gibt aber eine 4, weil es eigentlich doch ganz hübsch ist. Aber es passt halt einfach, ne? Es sind zu viele Kleinigkeiten, die nicht stimmen. Ja. Also ich glaube, das wird zurückgeschickt. Auf jeden Fall, passt eh nicht. Also müsste deutlich größer sein hinten, hier rum. Ne? Aber man muss mal was probieren. Klar. Was zur Hölle? Das ist das nächste Oberteil. Das war so verpackt. Das ist ein Oberteil? Ja, das war so verpackt. Mach mal auf. Aus dieser komischen Wurst-Zopf-Gedöns hätte auch Extensions drin sein können. Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber, was ist draus geworden? Ich bin ein bisschen stolz, dass du das Wort Extensions kennst. Wow. Okay, mach weiter. Ja. Was ist daraus gekommen? Ein sogenanntes Knitteroberteil. Habe ich jetzt gelernt. Kann ich nicht. Und ich muss sagen, ich hätte es auch nicht unbedingt kennenlernen müssen. Ich finde, es sieht ein bisschen so aus wie, kennt ihr das? Wenn man so eine... Es ist nicht so schlecht, aber es ist ein bisschen zu lang und ein bisschen zu eng hier unten. Hey, du bist wieder da. Schatz? Ja? Kennst du das, wenn Leute so eine Regenjacke in so ein kleines, quadratisches, praktisches Ding zusammenknüllen? Ich geh's echt anziehen. Und dann zufällig auspacken und es dann so total verknittert aussieht? Das erinnert mich ein bisschen daran. Deine Bewertung? Okay, es sieht gar nicht so schlecht aus, es ist eine 5. Das sind jetzt hier eigentlich so speziell für die Arbeitssachen gewesen.
Ich kann aber schon so viel sagen, das wird definitiv nicht da bleiben. Ich habe die Blusen eigentlich schon ein bis zwei Größen Größe bestellt, aber trotzdem sind die viel zu klein. Also das steht überhaupt nicht in Relation, wie die ihre Größen da irgendwie machen. Die machen Blusen viel, viel enger hier unten als die normalen Oberteile, keine Ahnung. Also wo das herkommt, naja, was soll's. Auf jeden Fall, hier ist es hier zu eng, also an den Armen. Ich komme wieder nicht weiter vor, wieso. Und es ist hier unten zu eng, es steht hier unten weg. Und ich krieg's da hinten nicht mal gescheit über den Arsch, deswegen. Ja. Das sind quasi Arschproblematiken. Arschproblematiken. Und Armproblematiken und alle Problematiken des Lebens und der Welt. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber. Aber eigentlich steht dir das insgesamt echt gut, muss ich sagen. Denn, also von der Muster, von der Art und Weise her, ist es schon was anderes, wie du sonst alles anhast. Aber natürlich, man hat es mit einer grünen Problematik, aber prinzipiell finde ich es eigentlich echt hübsch. Wäre für die Arbeit auch recht angenehm gewesen, aber so natürlich nicht. Du kannst schon begehen, dich umziehen, weil es dauert immer ewig. Das stimmt doch gar nicht. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber ja, wie ich euch schon gesagt habe, ich finde es eigentlich echt hübsch. Ich weiß nicht, was denkt ihr jetzt gerade speziell zu diesem Oberteil? Mal unabhängig davon, dass es nicht passt. Das habe ich jetzt, glaube ich, erwähnt. Hosen. Und natürlich will ich die Bewertung nicht vorenthalten. Ich sag, es ist trotzdem noch eine gute 6. Trotz der Größenproblematiken. Oha. Und Schatz, wie oft könnt ihr mir das Wort Problematiken in einem Stück präsentieren? Wenn ich da bin, oft. Das stimmt. Dieses Mal zwei Sachen direkt für die Arbeit. Einmal hier, weil ihr kennt ja meine Problematiken mit den Oberarmen, weil die ja relativ dick sind im Vergleich, also von den Proportionen her auch noch. Deswegen habe ich immer diese Problematiken mit den Lasern, dass ich da dann die Arme nicht bewegen kann und alles mögliche. Deswegen habe ich hier jetzt eine Weste, die ich quasi hier schön als Ersatz anziehen kann für einen Blazer, der einfach schön hier hängt. Und ich habe hier natürlich Bewegungsfreiheit ohne Ende, weil es natürlich nur Löcher sind hier. Einmal das und dann natürlich drunter die Bluse. Die Bluse gehört jetzt nicht zusammen mit dem, ich habe es einfach nur übereinander angezogen. Und genau, die Bluse ist halt wieder das gleiche, sie ist viel zu eng, obwohl sie die gleiche Größe ist wie die Bluse vorhin, also macht Sinn dann. Aber es ist auch schon wieder ein, zwei Größen größer wie die anderen Sachen, die ich sonst bestellt habe. Da sieht man mal wieder, Bluse schneiden einfach anders. Ich würde sagen, erstmal die Wäsche. Was hältst du davon? Also ich finde sie echt hübsch. Natürlich, man muss sie in Kombination mit was Speziellem anziehen, aber sie ist ja eh für die Arbeit gedacht. Aber vielleicht nicht mit einer Jeans, sondern mit einer Arbeitshose, aber das ist ja klar. Also mit einer Anzughose. Ja, aber da. Das ist ja, stellt euch einfach vor. Das ist für die Arbeit gedacht und ich denke, dafür kann man das echt gut nutzen. Ja. Und dürfte auch von der Größe eigentlich ganz gut passen, wenn ich das so richtig einschätze. Und von der Bluse her, die ist eigentlich auch ganz schön. Ich finde die andere hübscher, aber es sind zwei verschiedene Stile. Das ist so ein bisschen so eher so konservativ, schick, so halt einfach für die Arbeit. Das andere ist ein bisschen farbenfroher, fröhlicher und natürlich viel besser geeignet für den sonnigen Frühling, den wir jetzt hoffentlich hier bekommen werden. Ja, nur halt hier, wie gesagt, hier unten die Größe ist halt wieder mal, ja. Das berühmte Wort, das wir heute aufgenommen haben. Blusen müssen größer werden, wegen komischen Problematiken. Top. Ja, läuft. Jetzt habe ich noch ein ärmelloses. Da muss ich einmal hier kurz in meinen Kleiderschrank greifen. Schatz, such dir mal aus. Such dir nichts aus, weil ich habe es schon vorbereitet. Es hängt schon da drüben, weil ich es gesucht habe. Weil ich genau wusste, dass ich schon 100 Jahre suchen. Vergiss es. Extra für euch. So, hehe. Lalalala. Okay, ich habe hier dieses schwarze Jäckchen da mit Ärmel und so. Das werde ich drüber ziehen, weil das nächste ärmellos ist. Und auch für die Arbeit ist aber so, natürlich mir ist ja immer heiß ohne Ende. Deswegen habe ich mir einfach ärmellose Sachen bestellt quasi, weil die Ärmel ja hier kommen und man dann nicht auch noch zusätzlich zwei Schichten anhat, weil sonst verreckt man da vor Hitze, weil die alle sind sowieso verfroren ohne Ende und da ist eh viel zu warm. Deswegen einfach mal so. Also das hier mal nicht bewerten, da kommt einfach irgendeine Jacke drüber, die oder eine andere quasi. Ich ziehe es jetzt mal an. Wisst ihr, was übrigens nicht die ganze Zeit total warm war bei ihr über den Winter? Ihre Füße, die dann ganz zufällig jeglichen Widerstand durchbrechen, um irgendwo Hautkontakt zu suchen und dann wie so ein Gefrierbrand sich da einbrutzeln, so. Ist ja einfach schön, wenn du so warm bist. Wie gesagt, hier, schön, theoretisch eigentlich total ärmellos, sieht aber niemand.
Deswegen, ich weiß, sie wird das Ganze so getragen oder mit irgendeiner anderen Jacke darüber einfach halt. So für die Arbeit. Ne? Mhm. Was hältst du davon? Ich drehe mich mal, was keinen Sinn macht, weil die Jacke ja eh nur hinten sichtbar ist, aber egal. Es geht ja jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, nur um das, was jetzt einfach durch die offene Jacke oder das Jäckchen durchstrahlt. Genau, aber was für eine Jacke darüber ist, ist ja wurscht. Genau. Und ich finde, das sieht echt schön aus. Ist zwar natürlich jetzt sehr verspielt, sehr mädchenhaft, weiblich, wo man immer so will sagen muss. Ja. Aber es ist ganz süß, muss ich sagen. Es steht eigentlich dir auch ganz gut, passt von der Größe her. Ich habe so das leichte Gefühl hinterm linken Ohrläppchen, dass das behalten wird. Lass mal gucken. Ja, es waren gute Chancen. Und kriegt sogar eine 8. Oha. In seiner Schlichtheit richtig gut. Oha, okay. Jetzt habe ich noch zwei Sachen, die ihr indirekt schon kennt, aber so trotzdem oder? Wenn ihr nicht wisst, was sie meint, seid ihr nicht die Einzigen. Das macht oft keinen Sinn. Klar macht es Sinn, hallo. 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 Auf jeden Fall, woher kommt dir das Teil hier bekannt vor? Rat mal. Und ihr könnt auch mitraten, woher ihr dieses Teil hier kennt. Oder indirekt zumindest. Naja, es ist ein Oberteil. Wir haben gewisse dezente Sachen oder Ausschnitt, wovon ein kleines Fältchen drunter geht. Das könnten wir schon mal irgendwo gesehen haben. Oder vielleicht das habe ich das gleich in schwarz schon habe. Sag ich das nicht? Hast du nicht gesagt, nein. Ich habe es gleich in schwarz auf jeden Fall. Und ich bin so mega zufrieden. Ich habe es echt schon lang. Also ich habe es echt schon lang. Wirklich lang. Boah, bin ich einfallslos. Ich habe es wirklich schon lang und bin da mega zufrieden mit. Deswegen habe ich jetzt, weil die im Angebot waren, für unter 10 Euro immer noch, oh Gott, habe ich jetzt dasselbe in Grau einmal bestellt. Und... Schatz, ist das so lang wie das Longshirt? Das Longshirt, das trägt alles. Wow, mein Satz hat keinen Sinn gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, dass das alles toppt. Nichts ist länger als das Longshirt. Von der Barbie, was echt scheiße war. Wurscht. Wir müssen aufhören, den Shop zu dissen. Ja, wohl wahr. Ich brauche Kleiderbügel. Warum hast du keine freie Kleiderbügel, die ich dir klauen kann? Weil die, was ich mal frei war, du schon hast. Ich habe Kleiderbügel gefunden, Schatz. Ah. Und natürlich das Lächeln rot. Natürlich. Hallo, und Rot ist immer toll. Ich mag Rot sowieso. Wie ist die Wertung für Grau und Rot bei dir? Grau hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Ist zwar hübsch, weil das Oberteil an sich hübsch ist. Man hat es ja schon beim Schwarzen gemerkt gehabt. Hui. Okay. Ich wollte es dir zeigen. Schatz, das ist süß. Die Leute kennen es zwar schon vom Schwarzen, aber trotzdem. Ja. Rot finde ich wiederum. Natürlich ist es wieder verklärt wegen Liefersachen. Problematiken und so. Liebe Problematiken! Oh. Ich finde es aber schöner. Also ich glaube schwarzen-rot, also eher so richtig prägnante Sachen, finde ich da schöner als dieses Graue, was immer so ein Zwischending ist. Also kommen wir nach einem Roman zur Bewertung von Grau und Rot. Soll ich dir was über Hornissen erzählen? Nein, ciao. Erzähl mir was über Rot und Grau Bewertung. Komm wieder her. Hallo, hast du auch nicht bewertet. Hui. Grau, weil es wie gesagt trotzdem hübsch ist und es natürlich unfassbar gut zu mir passen würde. Das ist wahr. Guck dir mal an, wie gut es dem steht, ja. Ich musste es heute anziehen. Ja, weil es dem voll gut steht. Da habe ich gesagt, jetzt kannst du das anziehen, oh. Und er so, okay. Nach deinem Roman. meine Bewertung, wie gesagt, das Grau wird niedriger bewertet. Das bekommt trotzdem noch eine 5. Mhm. Wobei mir das schon fast leid tut, weil es eigentlich eher eine 6 verdient hat. Ich sage eine 6 von Anfang an. Natürlich, okay. Wir lassen es gelten. Das Rote kriegt aber eine hübsche 7. Jetzt habe ich noch 3 Hosen. Da muss ich mal gucken, ob die passen oder nicht. Weil ich glaube, die eine habe ich schon mal bestellt. Die hat schon mal nicht gepasst, glaube ich. Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Sehr, sehr verdächtig bekannt. Schau mal einfach mal. Ich lasse jetzt das Oberteil an und tu einfach nur mal nur kurz die Hosen zwischen. Was ist die Definition von Wahnsinn? Ich. Wenn man das gleiche exakt genauso macht und ein anderes Ergebnis erwartet. Hallo. Du kannst so lange meine Hose halten. Wir halten Hosen. Manche Paare halten Händchen, wir halten Hosen. So. Ich hab's anbekommen, aber ich sag nur so viel. Schaut mal, wie das hier eingequetscht ist. Das ist hier so unfassbar eingequetscht. Ich kann fast nicht atmen. Und hinten geht die Hose nicht weiter hoch als so. Deswegen
Ja. Das war die, die ich schon mal hatte. Ich probiere die andere an. Genau. Du darfst es trotzdem bewerten. Ich würde mal sagen, klar, wenn es nicht passt, passt es nicht, dann ist es nichts. Und das ist unglaublich wichtig bei Hosen. Ja. Aber ich muss sagen, dieser Karo-Schotten-Clan-Symbolik-Schnitt, Muster, was auch immer, steht eigentlich ganz gut. Passt. Also vielleicht werden wir irgendwann mal was Passendes in der Hinsicht sehen. So, die passt sogar mal. So, hier, bitteschön. Dein Part. Mein Part sagt, das Oberteil ist immer noch voll hübsch. Ich mag das Oberteil, ja. Okay, was geht aber um die Hose? Jetzt sollten wir die Hose mal wirklich genau unter die Lupe nehmen und sagen, hey, strebe ich mal hier so? Ich würde sagen, wir haben hier eine neue Arbeitshose gefunden. Was sagt der Sitz? Hier unten ist sie bequem, sie ist mir unten zu weit, oben zu eng. Und hier dieser Bund hier, der ist unfassbar scharf, kann ich da oben, der reibt extrem, das tut so weh. Glaube ich, also jetzt nicht, aber wenn du einen Tag lang drin rumläufst, der ist total scharf, kann ich fast nicht mal an. Wenn der da einen Tag lang an deiner Haut rumreibt, ey, du hast da offene Stellen, Hund und Bro, ich verstehe nicht, wie man das so machen kann. Aber, ja, also hübsch, top, Bequemlichkeit, absoluter Flop. Ich glaube, wir haben keine Hose gefunden. Ja, jetzt habe ich nur eine dritte Hose, eine Freizeithose, die ist mehr so sporthosenmäßig. Mal schauen, was die bringt. Haben wir einmal hier. Hier unten am Bund, relativ eng. Und ansonsten halt typische ja, Sport-Jogginghose, sage ich einfach mal. Strebe ich mal hier. So. Auch wenn man nicht so viel sieht, aber ja, jetzt geht's. Fällt mir jetzt schwer, da ein richtiges Urteil zu bilden. Es ist halt eine Sporthose, ist eigentlich funktionsgebunden. Also ist die Optik gar nicht so wichtig. Weil das die sieht nicht so besonders aus, ist nicht schlecht, nicht besonders gut. Und da muss ich jetzt ganz auf das Urteil vertrauen. Für Sport ist es eine lockere 6, sage ich mal. Was jetzt dein Komfortfaktor sagt. Unten perfekt, weil ich mag es, wenn die Bündchen unten so eng sind, dass es nicht runterfallen kann und schön locker ist. Aber ganz ehrlich, hier oben ist es mir einfach zu weit. Es ist hier oben zu locker, weil es gibt keinen Halt. Also es wird wahrscheinlich nicht runterfallen, ja, aber für den Sport ist es mir oben irgendwie zu locker. Also es fühlt sich die ganze Zeit an, als ob sie runterrutschen würde. Deswegen als Gammelhose super perfekt. Zum Sport würde ich sie jetzt nicht unbedingt anziehen. Da hat sie einfach zu locker, zu wenig Halt. Dann zum Abschluss habe ich mir gedacht, wähle ich mal meine drei Favoriten von der ganzen Geschichte aus. Davon habe ich jetzt zwei, die mir einfach richtig gut gefallen. Und dann sowas wie ein besonderes Merkmal, sag ich. Mein erstes und damit der Gewinner ist dieses ganz schlichte Oberteil. Perfekt für die Arbeit, mit was drüber ziehen, ist so simpel, aber einfach so passend, dass es mein Gewinner ist. Also, Dann der zweite Platz hat einfach dieses blaue Oberteil gefunden, denn es ist einfach hübsch, lässt sich wunderbar anziehen. Die Alterstauglichkeit darf man nie unterschätzen, gerade wenn man es dann wirklich mal sehen möchte auch. Und deswegen habe ich das Blau genommen. Und als dritten Kandidaten, auch wenn es natürlich nicht aufgenommen wird, ist einfach die Frühlingsbluse, weil es einfach noch was ganz anderes ist. Super passt zur aktuellen Saison und zu dem, was vielleicht mal kommen könnte, mit richtigen Größen, Merkmalen oder sonstiges. Und deswegen habe ich das mit aufgenommen, die Liste. Dieses Mal relativ viele Teile dabei. Schade mit den Blusen, aber es waren auch coole Sachen dabei natürlich. Ich werde nicht alles behalten, bei weitem nicht, aber ich werde das eine oder andere natürlich behalten. Auf jeden Fall so das Blaue und so, huscht, unter anderem. Und ich bin gespannt, was euer Favorit ist und allgemein auf eure Bewertung. Wenn ich mal wieder einen anderen Online-Shop testen soll, gerne in die Kommentare. Ansonsten andere Videowünsche auch. Ihr wisst ja, ich versuche alles umzusetzen, soweit es irgendwie möglich ist. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns das nächste Mal bei unseren Videos. Und dann sage ich mal tschüss. Hast du noch was zu sagen? Kann ich mich jetzt wieder aufrichten? Ja. Der passt ja nicht mit ins Bild. So, jetzt aber ciao. Tschüss.